Thomas, 2024, ein kurzer Überblick, was tut sich in der Ökonomie der Menschlichkeit? Mein Name ist Georg Diegruber, ich durfte das gründen. Es gibt viele besondere Menschen im Umfeld. Ich bin heute halt der, der das kommuniziert im Moment. Und wo geht die Reise hin? Menschlichkeit als große Klammer. Da wird ganz viel gelingen, weil Menschlichkeit nichts mit Ego zu tun hat, sondern Menschlichkeit ist eine verbindende Energie. Die Ökonomie der Menschlichkeit ist der Ausdruck. Und da fokussieren wir jetzt branchenspezifisch einmal sehr auf Tourismus und auf den stationären Handel. Im Bereich Tourismus gibt es eine Projektgruppe und da sind wir gerade dabei, die ersten Leuchttürme zu heben, die sich wirklich auch zeigen in der Kommunikation, in der Außenwirkung, im Tagesgeschäft. Ist ein ganz anderer Zugang, als wenn ich mit eine Person anspreche als Gast. Also wenn du als Mensch willkommen bist, zum Beispiel im Tourismus, dann hat das ganz andere Kraft, weil es nicht mehr nur um die Hardware geht, sondern wirklich um die Beziehungsebene. In diese Richtung haben wir auch Geschenke, sind uns Geschenke zugeflogen. Nicole Kopjol, Fucking Leadership, das ist eine sehr mutige Aussage. Die Nicole, Niki lebt das. Wir waren in Nürnberg beim Schindlerhof. Wirklich authentisch berührend. Die Frau gibt Wissen weiter und hat auch am 1. Oktober einen Impuls, den sie gibt. Online wird von unserem Projektteam von der Sabine und von Michael begleitet, moderiert. Und es kriegt immer mehr Struktur, das Ganze. Und das entscheidend Wichtige ist, dass sie die neue Wirtschaft im Tagesgeschäft zeigt. Also wenn du ein Unternehmen hast und der Meinung bist, du machst einen Unterschied zu jenen Unternehmen, die nur geldorientiert sind, dann bist du in der Ökonomie der Menschlichkeit richtig. Du kannst den Unterschied zeigen. Mit der Registrierung kommt dann gleich eine Einladung zu einem Willkommenszoom. Und so baut sie im Tagesgeschäft sichtbar diese neue Ökonomie auf. Die Ökonomie der Menschlichkeit, die Wirtschaft, die dem Menschen und dem Leben dient, uns allen dient. Und das ist fantastisch, weil nämlich die kleinen Mittelunternehmer sind die großen. Und jetzt schaffen wir die Klammer dazu. Die Klammer wird auch sein, eine Stiftung, eine Gemeinschaftsstiftung, ein völlig neues Modell, nennt sie Stiftung zur Förderung von Menschlichkeit in Wirtschaft und Gesellschaft. Und die baut auf drei Säulen auf die Ökonomie, also auf die neue Wirtschaft, den Weg der Menschlichkeit, den es schon gibt mit über 800 Kilometern, den wir erweitern nach Lienz dann im Herbst. Und die Schulen der Menschlichkeit. Und die Schulen der Menschlichkeit, das habe ich absolut unterschätzt, was da für Dynamik, was da für Kraft kommt. Man hat so die Allgemeinaussage, da habe ich mir selbst auch ertappt, Schulen, da geht alles schief, da kommt nicht wirklich Förderliches daher. Ganz, ganz anders. Es gibt schon so viele Regelschulen, die wirklich in die Tiefe gehen, die Autonomie nutzen. Gibt es ein Projekt, da können keine Schule oder keine Klasse 4 Stunden in der Woche für Zukunftsmodelle nutzen, wo Neues kreiert wird. Da ist enorm viel möglich. Schule im Aufbruch ist eine ganz schöne Verbindung, die wir da haben. Und das sind jetzt wirklich enorme Geschenke, auch in Richtung Gründung der Stiftung, weil das eine breite Kraft kriegt, weil das ein Gefäß wird, das entsprechend wirkt. Und wirklich auch dieses breite Anliegen in dem Sinn zeigt. Kommunikation ist eine Herausforderung, das hat auch mit dem Schindlerhof zu tun, dieses Geschenk. Da haben wir eine App, wo wir das Ganze entsprechend auch transportieren können. Es wird sogar eine Verbindung geben zwischen Wirtschaft und Gesellschaft. Es wird so weit gehen, dass Mitarbeiter sie über die App bei Unternehmen der Ökonomie der Menschlichkeit bewerben können. Also richtige Interaktion. Das macht alles sehr, sehr viel Freude. Wir sind schon sehr gefordert, natürlich, weil wir noch ein kleines Team sind, weil die Wirtschaftlichkeit noch ein großes Thema ist. Das ändert sich mit der Stiftung, mit der Gemeinschaftsstiftung. Also wenn du das Gefühl hast, du möchtest richtig Geld investieren in die Zukunft der Gesellschaft, echt was hinterlassen, bist du eingeladen, eventuell sogar noch als Gründungsstifter, wo wir jetzt gerade am Klären sind mit dem Stiftungsverband, oder als Zustifter zu wirken, weil Geld natürlich ein Riesenmöglichmacher ist und dieses Geld wird ganz, ganz sinnvoll investiert. Ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Tag wird der 6. November werden. Denn da zeigt sich das Neue, auch in einer Wanderinfo, in einer kleinen Ausstellung, die Karl Forcher gemeinsam mit Thomas Müller kreiert. Sie nennt sie 100.000 Jahre Wirtschaft und jetzt.
So eine Kurzreflexion kann es natürlich nur sein bei 100.000 Jahren. Was sind so die Zeitepochen? Was sind die Errungenschaften des Ganzen? Und jetzt ist das Fragezeichen. Und das jetzt ist eben genau der Punkt, den wir beleuchten. Welche Chancen haben wir jetzt? Und die sind riesig. Wir müssen nur aussteigen aus diesen täglichen Wiederholungen, die wir oft eh nicht wollen. Neue Räume gestalten, Mitarbeiterführung. Noch einmal das Buch. Funktioniert halt ganz anders. Es geht nicht mehr um Hierarchien. Es geht auch nicht um Work-Life-Balance. Wenn Arbeit Spaß macht, dann geht es nicht darum, wie viel da investiert. Burnout, das sind Erschöpfungsgeschichten, wo oft der Sinn fehlt. Da bin ich zutiefst überzeugt. Ja, ein Geschenk noch, auch aus Deutschland interessanterweise, weil Deutschland sagt oft, ma, ihr in Österreich, ihr seid schon so weit, und wir haben da jetzt wirklich einige ganz schöne Kontakte, Bodo Jansen zum Beispiel auch. Aber was ich sagen wollte, ist, zu zwei Steuerberatern. Den Steuerberater sagen, ja, Menschlichkeit ist zwar nett schön, aber wir haben den Raum nicht. Wir müssen uns jetzt konzentrieren und wir müssen auf Ertrag und Kostenoptimierung. So kommen wir nicht mehr durch. Wir kommen nur in eine neue Richtung, wenn man loslässt und wenn man neu kreiert. Und das muss im Unternehmen ein Organismus werden, der ineinander wirkt. Dann gehen die Krankenstände zurück, die Fluktuation. Man findet viel leichter Mitarbeiter. Menschlichkeit findet Menschlichkeit. Und diese beiden Steuerberater haben das Buch geschrieben, Menschlichkeit rechnet sich. Und das ist ein Praxisbuch. Das ist wirklich, wie ich die ersten Seiten gelesen habe, habe ich sofort gesehen, die leben das. Und das sind zwei erfahrene Steuerberater, die sich die Mühe gemacht haben, diese menschliche Haltung auch umzurechnen. Wie rechnet sie das? Wirtschaftlich. Und einer der beiden, der Klaus Panrek, ist am 6. November dabei im Spital an der Drau. Da haben wir ja den großen Impuls, wo sie diese Wandeinfo zeigt. Da wird die Stiftung auch präsentiert. Und da wird Klaus Panrek einen ganz wichtigen Impuls geben zu diesem Thema Menschlichkeit rechnet sich. Wir haben es ein bisschen branchenspezifisch definiert, weil natürlich begrenzter Raum ist. Also wenn du im Tourismus tätig bist, wenn du ein Ladengeschäft hast, also stationärer Handel, oder wenn du Steuerberater bist, dann bist du ganz richtig am 6. November. Anmeldung ist schon möglich, wird circa Mittag beginnen, die Inhalte füllen sich. Und was ich abschließend sagen möchte, ist, gehen wir aus dieser permanenten Formulierung, wo die Probleme liegen, in die Ermutigung. Wo sind die Chancen? Die sind riesig. Und gehen wir aus diesem Angstfeld heraus, das wir täglich präsentiert kriegen. Über die App können wir ganz eine tolle, positive Kommunikation aufbauen. Zueinander finden, voneinander lernen, miteinander wachsen. Und Karl Philipp gesagt, finde ich das drei sehr schöne Aussagen. Und da kann man sie ergänzen, nähern, Wissen weitergeben. Auch Lösungen finden für Herausforderungen, die andere vielleicht schon gehabt haben. Es kann eine große, wirklich eine wirtschaftliche Großfamilie kann da entstehen. Aber da ist wichtig, dass man hineingeht, dass man sie registriert, dass man dabei ist und dass man auch vertraut in den Weg. Das ist ganz wichtig. Wir begleiten auch dann, wir haben Coaches an Bord. Es gibt eine zweite Bilanz, die jedes Unternehmen da macht, den Freudestatus, der wieder den Fluss im Team optimiert. Also einfach sie nicht mehr ablenken lassen von dem Tagesgeschäft und wirklich, wirklich in diesen Raum zu gehen. Und der Raum, der bringt uns in eine ganz wundervolle Zukunft. Und er ist alternativlos. Er ist definitiv alternativlos. Und die Aussage, ja, in ein paar Monaten ist es günstiger wie jetzt oder in einem Jahr, die habe ich so oft gehört. Und ich habe aber eher festgestellt, dass sie die Leute mehr erschöpfen. Wir sind jedenfalls da. Wir sind total positiv, tief berührt, gerade mit den Schulen der Menschlichkeit. Die Schulen der Menschlichkeit, also die junge Generation wird unglaublichen Beitrag leisten, dass sie eine neue Wirtschaft formt. Da sind wir absolut überzeugt. Wir sind verwickelt in der Wirtschaft, wirklich im Tagesgeschäft. Und ich sage so gern, die Jungen bringen uns die Entwicklung, die Ent-Wicklung, die wickeln das wieder auseinander und machen es in dem Sinn wieder klar. Und so ist das Ganze ein Ineinanderwirken, das wir schaffen. Und ja, da bin ich auch selbst angekommen, weil das war immer mein großer Wunsch, dass wir als Gesellschaft wieder zueinander finden. Und das wird in dem Sinn gelingen.
öffne die Perspektive. Vielen, vielen Dank. Freudvolle Zeit wünsche ich. Denn Freude ist unser gemeinsames Anliegen. Und die Freude werden wir fördern im Land. Es ist eine hohe Schwingung, die tut gut. Freude ist natürlich, ist angeboren. Und Freude am Leben, das soll es ja sein. Es soll ein gelingendes Leben werden. Dass wir dann rückblicken und sagen, wow, schön war's. Und wir sind die Großen. Nicht die globalen großen Konzerne sind die Großen. Wir sind die Großen. Nur wir haben uns bis dato noch nicht gefunden. Und die große Klammer ist Menschlichkeit. Die Ökonomie der Menschlichkeit, die Menschlichkeit auf die Gesellschaft. Und da wird es auch aus der Gesellschaft heraus Menschen geben, die die Freude fördern. Das möchte ich jetzt noch gar nicht verraten, wie das genau ausschaut. Mehr dazu im Herbst. Alles Liebe. Danke, wenn du bis hierher gehört hast.